Herzlich willkommen zur neuen Technik Ranch. Heute ganz wichtige Informationen zum neuen Widerrufsrecht. Jeder, der online shoppt und schon mal was zurückgeschickt hat, sollte unbedingt dranbleiben. Das ist nämlich wichtig, weil es da gravierende Änderungen gibt. Außerdem machen wir alte PCs und alte Notebooks wieder richtig schnell mit SSD. Sagt man da Festplatten? Laufwerke. Ne? Es ist die Laufwerk, würde also ich jetzt mal viel sagen, schneller als die klassische Festplatte, SSD, Flashspeicher. Und was machen wir noch? Wir gehen auf Virenjagd. Denn manchmal ist das ja nötig. Brauche ich einen Mundschutz? Alter, Virenwitz war nicht so doll. War so mittelprächtig. Gucke! Aber sofort! Das Widerrufrecht ändert sich. Warum ist das so spannend für Sie? Wenn Sie online bestellen, dann nehmen Sie wahrscheinlich oft Ihr Widerrufrecht wahr, indem Sie Sachen zurückschicken, und zwar versandkostenfrei und so weiter. Jetzt wird das auf EU-Ebene europäisch homogenisiert. Harmonisiert. Aber wie immer, wenn was auf europäischer Ebene harmonisiert wird, ist das eher blöd für uns Deutsche, ne? Vor allen Dingen für uns deutsche Verbraucher natürlich, weil unser Verbraucherrecht tatsächlich etwas strenger ist als im Rest der EU. Mhm. Und darum müssen wir hier einfach ein paar Abstriche hinnehmen. Wir fangen mal positiv an. Es gibt auch eine Veränderung zum Positiven, wo die Harmonisierung uns einen Vorteil bringt. In der Tat, die gibt es tatsächlich. Da muss man sehr genau in das Gesetz hineingucken. Aber an der Stelle Zahlungskosten. Da haben die Gesetzgeber jetzt eine Hintertür geschlossen. Bisher war es ja so, ein Online-Anbieter musste mindestens ein Zahlungsverfahren anbieten, das kostenlos war. Das waren dann bei besonders trickreichen Anbietern idiotische Zahlungsverfahren, wie hatten es neulich in der Technik gelernt. Genau, die Billigflüge, da konnte man dann umsonst über die Billigflüge Kreditkarte bezahlen, die aber natürlich keiner hat und wahrscheinlich auch niemand haben will. Genau, also diese Hintertür, die ist jetzt zu. Das heißt, das eine gebräuchliche Verfahren, das angeboten werden muss, muss tatsächlich kostenlos sein. Ein gebräuchliches Verfahren heißt also zum Beispiel EC-Karte oder gängige Kreditkarte. Oder Überweisung, was auch immer. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Vorkasse dann zukünftig ohne Zusatzkosten ist, weil das ist natürlich das, was dem Händler am liebsten ist. Aber an der Stelle hat der Gesetzgeber noch ein bisschen gedreht. Es war ja bei vielen Anbietern üblich, dass ich dann für bestimmte Zahlungsverfahren horrende Extrabeträge hatte. Beispielsweise, wenn ich Abbuchung gewählt habe, kam dann plötzlich nochmal 20 Euro Gebühr obendrauf. Das geht nicht mehr. Inzwischen darf der, oder ab dem 13.06. darf der Händler nur noch das in Rechnung stellen, was ihm an Kosten tatsächlich entstanden ist für dieses Zahlungsverfahren. Mhm. Und zwar wirklich nur für das Zahlungsverfahren, nicht für irgendwelchen anderen Mist. Also wir halten mal fest, in Zukunft absurde Summen für den Zahlungsvorgang an sich bezahlen zu müssen, fällt weg. Wir zahlen nicht mehr dafür, dass wir bezahlen dürfen, sondern das wird sich jetzt also bessern. Entweder zahlen wir die tatsächlichen Kosten, die anfallen, oder wir zahlen gar nichts, wenn wir zum Beispiel Vorkasse wählen, wenn das die Methode ist, die dann eben kostenfrei sein wird. Was sind die Verschlechterungen im Widerrufsrecht? Gut, es gibt natürlich auf der anderen Seite eine ganze Reihe Dinge, die schlechter werden für uns. Bisher war es ja so, der Anbieter musste mich als Verbraucher in schriftlicher Form über mein Widerrufsrecht belehren. Mhm. Das geschah in der Regel dadurch, dass ich nach der Auftragserteilung eine E-Mail bekommen habe und dass in dem Paket dann auch noch ein Ausdruck war. Und eigentlich erst, wenn ich das alles erhalten hatte, also das Paket mit dem Ausdruck, dann lief die Widerrufsfrist und dann hatte der Händler auch alles richtig gemacht. Das ist jetzt anders. Die Frist läuft zwar bei Warenkäufen immer noch erst ab dem Moment, wo ich das Paket bekomme, aber für die Widerrufsbelehrung reicht es, wenn der Händler das auf seine Webseite stellt. Das heißt, er muss mir das nicht mehr zuschicken, er muss das nicht mehr ausdrucken und ins Paket stecken. Da wird es also jetzt sehr viel einfacher. Sehr viel schlechter wird es für den Kunden in dem Moment, in dem der Händler einen Fehler macht. Früher war es ja so, oder im Moment ist es noch so, dass ich dann ein quasi unbegrenztes Widerrufsrecht habe. Das heißt, wenn der Händler mich nicht belehrt hat oder in nicht korrekter Form belehrt hat, kann ich auch noch nach einem Jahr sagen, ich rufe das jetzt zurück, ich will das nicht mehr. Das ist nun anders. Selbst wenn der Händler vergisst, mich zu belehren, dann endet meine Widerrufsfrist nach 12 Monaten und 14 Tagen. Gut, das ist ja jetzt eher eine Ausnahme, auch wenn das natürlich nicht schön ist, weil es eine Verschlechterung ist. Klar. Aber richtig heftig wird es ja beim nächsten Punkt, der sich verschlechtert. Genau, bei den Rücksendekosten. In Deutschland war es bisher so, dass die Rücksendekosten in der Regel
beim Händler landeten, außer er hat das in seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen für Dinge unter 40 Euro und so weiter explizit ausgeschlossen. Das ist in Zukunft anders. Wenn ich einen Widerruf mache, bekomme ich zwar die Hinsendekosten, und zwar die reinen Sendekosten, die bekomme ich erstattet zusammen mit dem Kaufpreis. Die Rücksendekosten muss ich aber grundsätzlich immer tragen, egal wie teuer der Artikel war. Das ist für die Händler sehr schön, weil es natürlich auch eine ganze Reihe Kunden gab, die da Schindluder getrieben haben. Aber es ist natürlich für die Kunden auch nicht schön. Ja, gut, Schindluder, es ist das Geschäftsmodell von Zalando. Ne? Frauen bestellen sich massenweise Schuhe oder auch Klamotten, gehen auf eine Party und schicken es am nächsten Tag zurück. Also ich kenne Frauen, die tun das. Das nennen sie jetzt Schindluder, ich auch, aber die Kolleginnen sehen das anders. Und ich nenne jetzt mal lieber keinen Namen. Ne? Aber trotzdem, Zalando würde gar nicht funktionieren, wenn man da nicht kostenlos zurückschicken dürfte, Schuhe. Klar, ohne das Ende. Ist ja das Schöne an diesen Gesetzen. Das ist die Mindestanforderung. Mhm. Als Händler kann ich mir natürlich überlegen, ich biete weiterhin kostenlosen Rückversand an und versuche das dann eben nochmal. Also bei Amazon oder Amazon, wie viele ja auch gerne sagen, ist das ja auch zu erwarten, genau, dass das auch weiterhin so ist. Also ich gehe davon aus, dass das bei den Großen weiterhin so ist. Auf lange Sicht muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Der Markt wird ja auch enger, also über kurz oder lang wird da wahrscheinlich. Wenn Zalando und Amazon alle Konkurrenten vom Markt verdrängt haben, werden sie wollen die irgendwann auch mal, also im Falle von Zalando, die haben ja noch keinen müden Euro verdient, da wollen die irgendwann auch mal Gewinn machen, dann wird es dann wahrscheinlich was kosten. Aber genau. Nicht, solange es noch Konkurrenten auf dem Markt gibt. Gut, wir halten das jetzt mal fest. Zahlungen werden demnächst nicht mehr so teuer sein. Zahlvorgänge, Bezahlvorgänge oder gar umsonst, auf eine vernünftige Art und Weise umsonst. Auf der anderen Seite allerdings wird das Zurücksenden eben dann, was die Portokosten betrifft, beim Kunden liegen. Die müssen wir dann tragen, wenn wir Pech haben. So ist es. Es gibt noch ein paar kleinere Änderungen im Detail, aber das ist etwas, was uns als Verbraucher nicht so direkt trifft. Insofern, für Spezialfälle gibt es dann noch Regeln, zum Beispiel für den Wertersatz, wann man den leisten muss. Hm. Das sind Details. Schon mal Schuhe im Internet geshoppt? Nein, Herr Münch. Hm. Sagen wir mal? Nö. Auf zur fröhlichen Virenjagd. Genau, Herr Münch. Und das machen wir zwei wirklich nicht alleine. Da habe ich mir ein wenig Hilfe geholt. Also erstmal vielleicht Virenjagen muss überhaupt wer? Also Virenjagen müsste vor allen Dingen derjenige, der sich mit einem Windows-System rumärgert. Weil, eben. Ja, war klar, Münch. Weil da natürlich die größte Angriffsfläche geboten ist, ist es einfach das Mehrheitsbetriebssystem. Deshalb lohnt es sich, dafür Viren zu schreiben. Bei Mac ist das noch nicht so weit und bei Linux werden wir noch eine ganze Weile warten, bis es tatsächlich kommerziell genutzte Viren gibt, wo es sich also auch für Virenprogrammierer lohnt. Aber derjenige, der halt Windows verwendet, ich tue das zum Beispiel, der muss schon damit rechnen, dass er sich mal ein Virus einfängt. Ganz klar, auf einem Rechner hat man natürlich einen Virenschutz, aber auch der kann nicht alles entdecken und manchmal klickt man ja auch ein bisschen blöd und dann möchte man vielleicht prüfen, habe ich mir was eingefangen oder habe ich mir nichts eingefangen. Und wie machen wir das jetzt also? Jetzt kommen wir zu dem eingangs erwähnten Helfer, bevor der Münch mir ins Wort fiel. Bitteschön, ich sage jetzt gar nichts mehr. Oh, das glaube ich nicht. Das habe ich mir als Helfer mitgebracht. Das ist die Desinfekt, etwas komisch geschrieben hinten mit CT. Das liegt schlicht daran, dass meine Kollegen aus dem Security-Ressort sich diese CD ausgedacht haben, beziehungsweise diese DVD. Und die hilft mir eben tatsächlich, mein System komplett virenfrei zu gestalten beziehungsweise zu prüfen, ob sich darauf irgendwas eingenistet hat. Liegt diesem Heft hier bei was? Genau, die liegt zufällig diesem Heft dabei, deshalb sind da auch die Titel so furchtbar ähnlich. Die brauche ich auf jeden Fall, ohne die wird es etwas schwierig, die Viren zu finden, weil die Grundvoraussetzung dafür, dass ich Viren jagen kann, ist erstmal, ich brauche ein garantiert unverseuchtes System. Und diese DVD ist garantiert unverseucht. Von der aus kann ich meinen Rechner starten, lege die also in den Rechner rein, habe vorher im BIOS eingestellt, dass die DVD als erstes bootet. Dann startet das System und weil der Herr Münch hier keinen Windows-PC hat, habe ich da mal was vorbereitet. Also nicht wundern, wenn die nächsten Bilder nicht in diesen Raum passen. Das ist tatsächlich mein Arbeitsplatz-PC, wo ich das mal eingelegt habe. Also ich lege so aufgeräumt, Herr Schnurer. Sie hätten mal die andere Seite sehen müssen. Okay, ich lege die DVD rein, starte den Rechner neu. Dann kommt nach einer kurzen Weile erstmal dieser Startbildschirm. Der ist schön blau, da unten ist das Desinfekt-Symbol.
Und dann wähle ich eben aus von DVD starten. Und danach startet dort das System. Das ist ein Linux, aber bitte keine Angst haben. Von dem Linux merken Sie fast gar nichts. Es sieht nachher, wenn es dann irgendwann mal fertig ist mit Starten, das dauert eine ganze Weile lang, sieht es fast aus wie ein Windows. Und man braucht für Desinfekt eigentlich auch nicht besonders viele Kenntnisse, um damit seinen Viren zu Leibe zu rücken. Irgendwann ist dann das System mal da und dann sehe ich diesen Startbildschirm. Auf dem Startbildschirm habe ich oben dann natürlich als erstes mal verschiedene Optionen. Das erste, was ich machen sollte, nachdem ich die DVD gestartet habe, ist die Virensignaturen aktualisieren, weil auf dieser DVD hier, die sind natürlich schon ein wenig älter. Die wurde ja vor Wochen und Monaten gepresst. Also müssen die Virensignaturen aktualisiert werden. Dafür gibt es eine Funktion. Da kann ich aktuelle Signaturen herunterladen und ruckzuck habe ich dann ein wirklich aktuelles System. Das Schöne an Desinfect ist, es ist nicht nur ein Virenscanner, der kann ja auch mal Viren übersehen oder sich schlicht irren, sondern es sind insgesamt drei Virenscanner, die gemeinsam bzw. nacheinander das System prüfen und mir dann gegebenenfalls Alarm geben. Also als erstes Virensignaturen herunterladen. Das dauert eine ganze Weile, die werden dann im Speicher zwischengespeichert. Und dann kann ich zum nächsten Schritt gehen, nämlich tatsächlich loslegen und mein Windows-System untersuchen. Dabei brauche ich auch keine Angst haben, denn das Gute an dem System ist, die Windows-Dateien auf der Festplatte beispielsweise werden nur lesend angefasst im ersten Moment. Das heißt, ich greife da nur lesend drauf zu. Das Linux kann nichts kaputt machen. Also keine Sorge, dass man sich das Windows irgendwie kaputt macht wegen Linux. Einfach auf Scannen drücken, das ist natürlich wieder das grüne Männchen in dem roten Kreis, das größte Logo auf dem ganzen Schirm, anklicken. Dann wähle ich entweder defaultmäßig alle Laufwerke aus, das ist die Voreinstellung, da muss ich nur noch auf Starten drücken, oder aber ich kann auch einzelne Laufwerke mir aussuchen, die ich scannen will, aber am sinnvollsten ist es erstmal einmal komplett durchzuscannen, dann starte ich diesen Scan, dann kann ich erstmal Kaffee trinken oder sonstige aufregende Dinge tun, je nach Größe des Systems. Das kann also durchaus, ob man nicht alle drei Scanner ausgewählt habe, mal über Nacht dauern. Das ist also so ein typischer Job. PC macht das, ich gehe dann mal schlafen, morgen früh gucke ich mir das Ergebnis an. Das Ergebnis sieht dann, wenn ich Glück habe, etwa so aus. Ich habe dann da eine große weiße Fläche, da steht drauf, keine Viren gefunden, alles ist gut. Ich klicke auf Zumachen und dann weiß ich, okay, ich habe auf meinem Virus überhaupt keine, ich habe auf meinem PC gar keine Viren und bin auf der sicheren Seite. Wenn ich tatsächlich einen Virus gefunden habe, bietet mir die Software noch mehr Möglichkeiten. Ich kann dann die betroffene Datei, für die es ja eine Warnung gibt, an eine Webseite, die nennt sich Virus Total, schicken. Das ist alles vorbereitet in Desinfect. Und dort kann ich sie von 40 Virenscannern untersuchen lassen und kriege dann quasi ein objektives Bild. Ist das jetzt tatsächlich eine Gefahr für mich oder ist es keine Gefahr? Das kommt nämlich auch leider auch vor. Es gibt sehr viele Fehlalarme bei Virenscannern. Das kann ich über diese Webseite analysieren lassen. Wenn es ein Virus ist, kann ich dann tatsächlich auch weitergehen und gucken, was ist es für ein Schädling, wie kann ich ihn wieder von meinem System herunterkriegen. Und ganz klar, die sicherste Methode, ein Virus vom PC runterzukriegen, heißt Daten sichern. Das kann ich über die Desinfect machen, also auf einen USB-Stick oder auf eine externe Festplatte, alle wichtigen Daten herunterziehen. Und danach das Windows neu installieren. Das ist die sicherste Lösung, um den Virus garantiert loszuwerden. Dann gibt es noch die unsichere Lösung für die faulen Menschen unter uns. Ich kann die einzelnen betroffenen Dateien umbenennen. Ich setze einfach hinten an den Namen noch Virus dran. Auch das kann ich über das Desinfect direkt machen. Und dann kann ich versuchen, mein System neu zu starten. Wenn ich Pech habe, waren es wichtige Systemdateien, die betroffen sind, dann ist das Desinfizieren nicht mehr so einfach. Dann würde ich auch dem Normalsterblichen davon abraten, das jetzt weiter von Hand zu versuchen. Dann ist die Lösung mit dem Windows neu installieren vielleicht doch der bessere Weg. Experten können da natürlich rangehen, die Dateien gezielt auszutauschen, sich die Originaldateien zu holen, ein Backup einzuspielen, was man hoffentlich irgendwo hat. All diese Möglichkeiten habe ich natürlich auch, aber das erfordert eben gewisse Vorbereitungsmaßnahmen. Ja, und dann bin ich mit der Virenjagd über die DVD eigentlich schon fast zu Ende. Ich hätte da noch im Namen aller Windows-User eine Frage. Es gibt ja reichlich
Windows-PCs, Notebooks, Tablets, die gar keinen Schlitz mehr für eine DVD haben. In der Tat. Also kein optisches Laufwerk besitzen, um es mal konkret korrekt auszudrücken. Hat er schön gesagt. Mhm. Ja, sowas gibt es in der Tat. Da haben wir natürlich auch dran gedacht. Ich kann mir von... Ja, war das jetzt nötig? Schön. Tut das Not? Ich kann mir von dieser DVD einen bootfähigen USB-Stick erzeugen. Den Stick muss ich natürlich selber haben. Dafür gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe irgendwo einen Rechner, mit dem ich tatsächlich von der DVD booten kann. Das habe ich hier mal kurz gezeigt, wie das geht. Da gibt es ein Programm auf der DVD, das starte ich einfach, wähle den Stick aus. Dann dauert es etwa eine Viertelstunde. Klacker, klacker, klacker. Da sieht man das so ungefähr. Und dann ist dieser bootfähige Stick fertig. Und dann kann ich damit meinen Rechner tatsächlich beglücken. Die andere Variante ist, ich habe ein Image, also eine Datei auf der DVD, die ich auf den USB-Stick rüberziehen kann. Das ist ein bisschen kniffliger, das haben die Kollegen auch genau geschrieben, wie das geht, weil ich dann eben dafür sorgen muss, dass dieser USB-Stick tatsächlich bootfähig ist. Das ist ja nicht jeder USB-Stick von Hause aus. Ganz wichtig, was immer ich mit dem USB-Stick tue, die Daten, die da vorher drauf waren, sind hinterher weg. Also bitte vorher gucken, sind da irgendwelche wichtigen Bilder drauf, irgendwelche anderen Dinge, die ich vielleicht aufheben möchte, vorher in Sicherheit bringen, erst dann den Stick reinstecken und erst dann das Programm aufrufen, damit es ein bootfähiger Stick wird. Aber ich habe das richtig verstanden. Die einfache Methode wäre, ich suche mir einen Rechner mit optischem Laufwerk, ziehe die DVD, drücke die da rein, stecke meinen USB-Stick in diesen Rechner und kann dann die Inhalte der DVD auf den Stick kopieren. Genau. Wie groß muss er sein? Er sollte 4 GB schon haben, sonst wird es problematisch. Der große Vorteil von der Variante mit dem Stick ist, die Virensignaturen, die ich mir ja runterlade, werden auf dem Stick dann gespeichert. Auf der DVD kann ich die natürlich nicht speichern. Da muss ich also jedes Mal wieder neue Virensignaturen runterladen. Wenn ich also hintereinander mehrere Rechner prüfen will, ist das mit dem Stick sehr viel bequemer, weil ich auf diese Weise eben die einmal heruntergeladenen Virensignaturen weiterverwenden kann. Ganz klar, sind die älter als eine Woche, die Signaturen, dann bitteschön updaten, neu reinladen. Eine Virensignatur, die älter als, sagen wir mal ganz vorsichtig, 2-3 Tage ist, ist eigentlich nicht mehr sonderlich viel wert. Ich grinse nur aus Unvernunftsgefahr. Aus Mitleid wahrscheinlich. Ja, ich weiß, es ist blöd. Ich sollte das nicht tun. Aber was für ein Aufwand. Ja, aber ab und an muss man es tatsächlich tun, vor allen Dingen, wenn man Windows benutzt und wenn man relativ wüst im Internet herumsurft und gerne mal den Klickfinger schneller hat, als der Kopf denken kann. Dann Sie surfen man, wüst im Internet rum? Ich habe keinen nervösen Klickfinger, Herr Münch. Also ich bin da relativ ungefährdet. Ich hatte in meinem ganzen Dasein bisher tatsächlich noch nie ein Virus, aber ich habe schon so viele Viren von anderen Leuten entfernt. Das ist übrigens auch noch eine lustige Sache bei Desinfekt. Ich kann damit auch meinem Nachbarn helfen. Ich mache ihm so einen Stick, sowas hier, gebe ihm den und sage, du Kalle, pass mal auf, steck dir das mal irgendwo in eine Schubslade. Und wenn Kalle mich das nächste Mal anruft und sagt, bei mir geht wieder was nicht, dann sage ich so, steck den Stick rein, boote deinen Rechner neu, dann startet von da das Desinfekt und ich kann über eine Fernwartungssoftware, die da auch installiert ist, von meinem Rechner aus, ohne dass ich zu Kalle in seine Brücherbude gehen muss, seinen Rechner tatsächlich von Viren befreien, muss also da nicht mehr rüberrennen. Dabei entgeht mir natürlich das Entschädigungsbier, aber manchmal hat man ja diese wenig Zeit. Diese brandheißen Frauen aus Osteuropa, die wollen nicht wirklich was von dir. Und die Verlängerung von primären Geschlechtsorganen, das interessiert dich doch nicht wirklich. Und nein, du hast wahrscheinlich auch nirgendwo in Afrika einen steinreichen Onkel, der jüngst verstorben ist und dir alles hinterlassen hat. Ne? Genau. Spar dem Schnurrer die Mühe, bitte. Genau, nicht auf jeden blöden Anhang in der Mail klicken, dann ist die Chance schon relativ hoch, dass man sich nichts einfängt. Ja, Kalle, mach das. Können wir den Werbeblock dann hiermit beenden? Ich denke ja. Ihr Notebook ist in die Jahre gekommen, Ihr MacBook ist in die Jahre gekommen, Ihr PC ist in die Jahre gekommen, ist eigentlich noch gut, aber ein bisschen langsam. Jetzt wird getuned. Und zwar egal, wie gesagt, ob Mac oder PC, ob Notebook oder Desktop. Also, wann immer das Gerät vor allen Dingen beim Verarbeiten von Programmen zu langsam wird, beim Starten zu langsam ist, dann gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, das Ding mit relativ wenig finanziellem Aufwand, also sprich günstig, schneller zu machen. Und zwar tauscht man die Festplatte durch eine sogenannte SSD aus. Das ist, der Münch hat eine in der Hand.
Das ist im Prinzip eine Festplatte, die aus reinem Speicher besteht. Ein Flash-Speicher eigentlich. Flash, oder? Genau. Flash, Herr Münch, wo haben Sie das auch geschrieben? Irgendwo mal gelesen. Irgendwo mal gelesen, ja, gut. Auf jeden Fall, das ist total richtig, da ist Flash-Speicher drin. Der ist sehr, sehr schnell im Vergleich zu einer Festplatte. Aber er ist doch normalerweise auch unfassbar viel teurer als... Ja, er ist natürlich teurer als normaler Festplattenspeicher. Mhm. Darum macht man auch normalerweise einen Trick, zumindest bei richtigen PCs, bei großen Kisten, schmeißt man die alte Festplatte nicht raus, sondern sagt, okay, die alte Festplatte behalte ich drin als Zweitplatte für Daten und ich kaufe mir eine mittelgroße, also so 120 GB sollte sie schon haben, SSD dazu. Da kommt dann das Betriebssystem drauf und das benutze ich dann als Startplatte, weil dann habe ich für, ja, ich sag mal 70 Euro für die günstigsten 120 GB SSDs ein System, das sehr schnell startet, das auch gefühlt schnell arbeitet und trotzdem viele Daten speichern kann. Also, wie gehen wir jetzt vor? Also, es ist eigentlich recht einfach. Ich suche mir eine passende SSD. Sie sollte halt die richtige Größe haben. Mhm. Im Notebook sollte sie größer sein als 120 GB. Weil da keine Festplatte drin existieren kann. Klar, ich habe ja keine Festplatte drin. Existieren kann. Sie sollte auf jeden Fall immer größer sein im Notebook als die aktuell eingebaute Festplatte oder doch zumindest gleich groß. Welche Größen gibt es denn da so für Flash? Also Flash-Speicher geht los, beziehungsweise SSDs gehen los bei 32 GB. Das sind so die ganz, ganz günstigen. Okay, das lohnt sich heute fast nicht mehr. Haben Sie in meinem Handy. Haben Sie in Ihrem Handy, ja, habe ich mir gedacht. 64 GB ist noch eine ganz brauchbare Größe. Hätte ich gerne in meinem Handy, aber tut nichts zur Sache. Okay, 128 GB, so die Standardgröße. Von Standard-SSDs wie jetzt diese hier, die wir schon mehrfach gezeigt haben, da kann man sagen, das kostet dann so um die... Ja, geht aber 256, ne? Steht gut, drauf. Die hat jetzt 256, ja. Aber die 128er von der Sorte, die liegt so um die 60 Euro. Ja. Die 256er ist natürlich entsprechend teurer, dann werde ich also mit knapp 130 Euro dabei sein. Geht auch noch mehr? Es gibt 512er, ja. Die kosten dann aber durchaus mehr. Man ist inzwischen bei einer Grenze von unter 1 Euro pro Gigabyte angekommen. Also beispielsweise hier sowas wie diese Samsung, das ist jetzt mal ein 512er Exemplar, die kostet dann 430 Euro. Oh, Entschuldigung. Ich wollte kurz darauf hinweisen, da steht ein TB und das hat ja mit Tuberkulose nichts zu tun, ne? Nee, das ist kein Tuberkulose-Bit, sondern das ist ein Terabyte. Das ist tatsächlich die große Samsung, da habe ich die falsche eingepackt. Die ist natürlich... Mein Gott, wie viele davon haben Sie denn bei sich im Schrank? Sie können die gerne da lassen übrigens. Die gehören alle der lieben Redaktion, okay. Nicht mir. Also nochmal, über den Daumen könnte man sagen, ein Terabyte, 1000 Gigabyte. Was mehr als 1000 Euro, weil nach oben hin wird es dann deutlich teurer. Mhm. Insbesondere reden bei Sie weiter, gucken Sie in die Kamera bitte. Ich gebe mir Mühe. Habe ich mir schon gedacht. Das passt tatsächlich in Ihr MacBook. Und das ist das Ärgerliche dabei. Deshalb muss ich so vorsichtig sein. Dann gibt es natürlich auch noch, ich sag mal für die Halbirren, sowas hier. Das ist eine brandneue SSD 480 GB von Intel, die kostet 430 Euro, hat da einen Totenschädel drauf, aus dem einfachen Grund, weil das eine SSD ist für die Overclocker-Spiele-Fraktion. Mhm. Die ist also rasant schnell, die arbeitet auch übertaktet, das heißt, sie hat einen Controller drin, der schneller arbeitet, schreibt auch auf den Speicher schneller, ist deshalb natürlich unterm Strich viel schneller als alle anderen. Aber sie wird auch extrem heiß und billig ist was anderes. Die kostet also auch so etwa 450 Euro. Und kann also eher in PC eingebaut kommt werden. Kommt auf jeden Fall in einen PC, auf keinen Fall in ein Notebook. Sie zieht auch relativ viel Strom. Beim Notebook wäre der Akku viel zu schnell alle. Das heißt das aber, ich überhitzen. Könnte so eine 256er, vielleicht dann doch lieber eine 512er in ein Notebook das einbauen oder in ein MacBook. Das Samsung für 500 oder eben das Terabyte, dann wenn ich die 1000 Euro ausgeben will, könnte ich dort einbauen. Was heißt denn eigentlich einbauen? Aufschrauben, Festplatte raus, das hier reinstecken und fertig? Oder ist es ein bisschen komplizierter? Nein, also ich möchte natürlich meine Daten übertragen. Bei den meisten Platten, bei den meisten SSDs liegt eine Software dabei, mit der ich die Daten übertragen kann. Sodass ich dann, dazu muss ich die erstmal in einem externen Gehäuse über USB an das Notebook anschließen. Andere Möglichkeit zur Übertragung gibt es ja nicht. Ja. Dann übertrage ich die Daten mit der Software auf diese Platte. Ja, von meiner alten Festplatte auf die SSD. Genau, die Software passt dann auch gleich die Partitionsgröße an, damit ich also die volle Kapazität der SSD auch nutzen kann. Ja.
Dann baue ich die alte Platte aus, ja. Baue die neue ein. Das geht in der Regel relativ einfach, außer beim MacBook natürlich. Ja. Alle anderen richtigen Notebooks haben eine Klappe, die kann ich aufmachen. Ja. Und es finden sich aber durchaus Tutorials im Netz und wer das gar nicht machen möchte, jedenfalls beim MacBook, wird ja wohl beim Notebook nicht anders sein, kann das auch machen lassen. Genau, das kann man eben auch noch tun. Und dann hat man im Prinzip seinen PC schneller gemacht. Und damit wir nicht nur im Hier und Jetzt, sondern vielleicht auch noch im Morgen sind, habe ich noch was mitgebracht. Hm. So etwas hier bitte nicht an die Füße fassen, das mögen die gar nicht. Wo sind denn die Füße? Ich sehe das. Hier sind die Füßchen. Ach, das sind natürlich Füße, das sind Quadratlatschen. Kontakte. Ja. Das ist im Prinzip die nächste Stufe bei SSDs. Bei diesen SSDs habe ich ja als Schnittstelle Serial ATA. Mhm. Gibt es als SATA 6 inzwischen in der neuesten Version. Also die, der Anschluss sozusagen. Genau. Ja, aber dieser Anschluss bildet irgendwann mal einen Flaschenhals. Also das heißt, da wird dann das, genau, das, die eigentliche, da das Geschwindigkeitspotenzial nicht. Wird dort abgebremst. Genau, die Chips könnten noch schneller, die da drauf sind, aber ich kriege die Daten halt nicht schnell genug raus. Mhm. Darum hat man sich so etwas ausgedacht, das ist jetzt tatsächlich auch eine SSD. Mhm. Sie braucht aber eine sogenannte M2-Schnittstelle. Das ist nichts anderes als ein PCIe-Anschluss, so etwas hier. Mhm. Das hat man als Steckplatz in seinem Board. Und darüber kann dieses Ding dann wirklich rasend schnell sein. Es ist also unglaublich, wie ein PC mit so etwas da drin flutscht. Das geht auch allein von der Größe her nur für einen PC, denn das muss ich ja genau, da reinschieben. Dieses kleine Ding, das kleine Ding kann ohne das große nicht. Ne? Es kann schon, wenn ich ein hypermodernes Board habe, also so etwa 2 Monate alt, okay. Dann gibt es diese Schnittstelle da schon drin. Allerdings, bevor jetzt alle losrennen und sich so ein Ding kaufen, 512 GB kostet das, 430 Euro, hat das, 430 Euro kostet das. Selbst wenn ich die Schnittstelle habe, bei aktuellen Systemen wird sie nicht voll ausgenutzt. Das heißt, ich habe nicht die volle Geschwindigkeit, sondern ich bin immer noch gedrosselt und ich verliere möglicherweise an anderer Stelle Leistung. Also im Moment ist das so ein schöner Versuch. Die Richtung stimmt, aber die Realisierung, wie es konkret im Moment gemacht wird, ist noch unter aller Sau. Richtig interessant, denke ich, wird das in etwa einem Jahr. Dann wird diese Technik nämlich auch in den Notebooks drin sein. Mhm. Und dann wird es bei Notebooks richtig einfach, so etwas nachzurüsten. Vielleicht werden dann auch immer mehr Notebooks mit so etwas on board schon ausgeliefert. Wer es unbedingt heute schon haben will, der braucht halt so eine Adapterkarte dazu. Da passt dieses Teil hier rein, schubstiwups. So, wurde dann festgeschraubt. Aber dann habe ich eben auch einen Steckplatz verloren. Dann ist sie wirklich so schnell, wie sie sein kann. Aber mal ganz ehrlich, schöne Technologie. Wir warten noch ein Weilchen. Yeah! Das war's für diesmal. Herzlichen Dank fürs Interesse und bitte weiterempfehlen und abonnieren nicht vergessen. Genau. Mietz. Herr Schnurrer? Ja, Katzenspielzeug. Habe ich gefunden. Achso, natürlich. Alles, was Sie in dieser Wohnung finden, was glitzert, dürfen Sie selbstverständlich gerne mit nach Hause nehmen. Wundervolle Idee. Also Sie sehen schon, es sind gewisse Opfer, die man hier bringt. Also abonnieren Sie wenigstens bitte, ja? Und tschüss. Boah.